Die Unfallkasse Hessen präsentiert Ballsport, aber sicher. Übungen für Gruppen. Fünftens, der Balltausch. Bei der Übung Balltausch passen sich zwei Spieler auf unterschiedliche Art zwei Bälle gleichzeitig zu. Wie funktioniert der Balltausch Schritt für Schritt? Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Ein Spieler hält seinen Ball in der Hand, der andere hat ihn am Fuß liegen. Gleichzeitig passen sich die Spieler den Ball zu. Der eine Spieler macht dies per Wurf, der andere per Schuss. Der Ball des Partners muss dann sauber gefangen werden. Dieser Spielverlauf kann dann immer schneller hin und her ausgeführt werden. Die Spieler können selbst entscheiden, wer seinen Ball hochwirft und wer den Ball zupasst. Alternativ gibt die Lehrkraft ein allgemeines Signal zum Wechsel. Bei der Übung spiele ich den Ball wechselweise mit dem Fuß und mit der Hand. Das heißt, ich muss sicher passen und fangen können. Und gerade um die Koordination weiter zu trainieren, ist die Übung sehr wichtig. Beim Balltausch ist darauf zu achten, dass es sollte mit Elefantenhautbällen begonnen werden, da damit das Verletzungsrisiko beim Treten oder Greifen gering ist. Außerdem sollte der Ball mit dem Fuß eher geschoben als geschossen werden. Zudem ist es ratsam, ausreichend Abstand zwischen den Gruppen zu lassen. Und Übungen zu unterbrechen, wenn ein fremder Ball die Passwege kreuzt. Die Variationsmöglichkeiten bei der Übung Wurfpass sind vielfältig. Bei der Übung ist es wichtig, im Takt zu bleiben und den eigenen Rhythmus zu finden, damit der Ball auch immer sicher ankommt. Das ist die Übung Wurfpass. Weitere Videos für einen sicheren und abwechslungsreichen Sportunterricht finden Sie auf www.schulportal-hessen.de unter dem Suchwort Ballsport. Oder auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/Unfallkasse Hessen.